sind doch noch total grün hinter den Ohren. Was wollen Sie schon gegen mich ausrichten? Ich war Krankenschwester. Wussten Sie das? Bevor all dies losging. Das bedeutet, ich weiß genau, wo ich Ihnen wehtun kann. Ist das angekommen, kleiner Mann? Meine Liebe, Sie können mich nicht töten. Sagen Sie es ihr. Er hat recht, Sophia. Her mit dem Messer. Wissen Sie, wie er seine geliebten Raketen baut? Wie viele Sklavenarbeiter dafür schon gestorben sind? Wir brauchen ihn. Und wir brauchen die Nelly. Dieses Nazi-Schwein! Die Nelly ist ein verrückter Massenmörder! Wir brauchen sie. Alle beide. Sie vielleicht. Wir nicht. Wir sind besser als das. Wissen Sie was? Ich werde Ihnen etwas sagen, meine Liebe, über Ihren geliebten Vater. Meinen Vater? Was wissen Sie? Sagen Sie es mir schon! Die anderen sollen gehen. Gut. Aber Giancarlo bleibt. Kann man sie alleine lassen? Deswegen habe ich das Messer verlangt. Finden wir raus, was er erzählt hat. Sophia! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sniper Elite 4 mit dem lieben Daniele. Moin Moin. Ja, das war doch mal ein ganz anderer Anfang als sonst. Auch wenn die Dialoge trotzdem mich irgendwie gestört haben. Irgendwie, die wirkten nicht organisch, ich weiß nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist auch nicht die Stärke des Spiels und auch nicht der Fokus. Nee, nicht wirklich. Aber gucken wir mal, reden wir erstmal mit dem Kessler. Was für ein Gestank. Ist das Ihre Art der Verhörmethode? Ach, man muss kein Genie sein, um zu wissen, wer den Krieg gewinnen wird. Sie sind sich wohl sehr sicher. Selbstverständlich. Ich bin ein Unikum. Ich bin für alle Seiten von gleich hohem Wert. Und somit bin ich unantastbar. Sie verschweigen uns irgendetwas. Äußerst scharfsinnig, Lieutenant. Ich sterbe. Meine Leber ist kaputt. Ich erlebe wohl weder Weihnachten noch das Kriegsende. Erwarten Sie jetzt Mitleid? Wird Ihnen jetzt klar, warum es so leicht war, mich zu entführen? Sophias Vater ist seit Monaten tot. Sie haben uns reingelegt. Dorfmann hat uns reingelegt. Oh, all diese Mühe. Und dabei nutze ich weder Ihnen etwas noch dem Vaterland. Ich bin, wie sagt man noch gleich, ein Windei. Ja, die Dialoge sind echt nicht die Stärke des Spiels. Was ist passiert? Sie hat die anderen mitgenommen. Allesamt. 15 Kilometer von hier gibt es einen Verhörblock. Wegen dem, was Kessler ihr sagte. Ihr Vater, Karl. Laut Kesslers Aussage lebt ihr Vater noch. Wo ist dieser Verhörblock? In Giovi Fiorini. Nordöstlich von hier. Karl, was man unseren Leuten dort angetan hat, ist unvorstellbar. Wieso hat sie Kessler geglaubt? Die Details. Er wusste zu viel über die Entführung ihres Vaters. Und was? Sophia traut weder Ihnen noch Weaver. Sie denkt, sie haben sie betrogen,
Genau wie das OSS ihren Vater. Weil es weder die Entführung verhindert, noch die Rettung eingeleitet hat. Ganz genau. Okay, der Dialog war doch nicht schlecht. Ja. Auf jeden Fall Schlag auf Schlag. Ja. Karl, die Partisanen haben uns einen Gefallen getan. Was meinen Sie? Kessler. Er hat Sophia verraten, dass ihr Vater noch am Leben ist und irgendwo in Giovi Fiorini verhört wird. Rotbauer. So ist es. Diese Ablenkung war nötig. Wir wissen, dass Rotbauer und Böhm sich vor einer Woche trafen. Rotbauer ist Böhms Vertrauter. Hochrangige Nazis packen nicht aus. Sie schlucken lieber Cyanid. Rotbauer ist ein kleiner Fisch. Wir brauchen dringend Beweise für Böhms Plan. Essen die nicht Cyankali-Kapseln? Habe ich auch gedacht. Cyanid sagt mir gar nichts. Also vielleicht ist das der Stoff, der in diesen Kapseln drin ist, aber die heißen nicht Cyanid. Cyankali. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Wird gemacht, Rotfuchs. Fangen Sie den Transporter mit feindlichen Propagandaschriften ab. Ende. Hab verstanden. Ende. Finde die Route des Propaganda-LKWs heraus. Okay. Ja, dann starten wir mal, oder? Ja. Ja, muss ich schon sagen, jetzt in der vorletzten Mission nimmt die Story mal ein bisschen Fahrt auf, ne? Aber sehr viel. Im Vergleich zu vorher, also vielleicht zu vorher sehr viel. Je nachdem, welchen Spiel man das vergleicht, jetzt nicht unbedingt sehr viel. Okay, ich habe auch nicht meinen Sniper-Skin, den ich eigentlich eben ausgewählt hatte, sehe ich gerade. Okay, ich habe den tatsächlich. Danke für nichts. Wir sollten erstmal gucken, wo müssen wir überhaupt hin? Oh, wir sind hier. Okay, und da ist sehr lange nichts. Rotbauer töten, Informationen finden. Und wir haben viele Möglichkeiten zu hauen. Also am sinnvollsten wäre es wahrscheinlich, wenn wir erstmal das Feldlager zerstören, dann würde ich schon den Scharfschützen töten, die Informationen finden und dann mit den restlichen Feldlager und Reiseroute würde ich glaube ich nur machen, wenn wir dran vorbeikommen und dann den Rotbauer töten, oder? Und jetzt soll er nicht direkt nachfolgen, weil ich hier jemanden töten musste, der sonst... Okay, also wenn du nochmal auf die Karte gehst, ja, ich würde jetzt erstmal hoch, Feldlager zerstören, 184 Meter. Müsste bei dir ähnlich viel sein. 187, genau, ja. Dann links Scharfschütze töten. Also oben links. Dann noch weiter oben links Informationen finden. Und dann zum Rotbauer runter. Und dann vielleicht noch ein Feldlager, wenn wir dran vorbeikommen und den Rest auslassen. Okay, also wir gehen einmal gegen Uhrzeigersinn die Insel entlang. Genau. Okay. Und machen so wenig Radau wie möglich. Aber diesmal wirklich. Ja, die Betonung liegt auf möglich. Okay, warte kurz, warte kurz. Da kommt einer. Perfekt. Okay, jetzt schnell weiter. Bevor die anderen gelb und rot werden. Und was ich sagen kann für die Zuschauer, ich habe jetzt zwischen den Missionen mir so ein Upgrade geholt, da ich beim Durchsuchen noch ein bisschen mehr Munition finde als sonst üblich. Ich glaube gerade im Vergleich zur letzten Mission, wo es ja durchaus manchmal Mangelware war, ist das glaube ich ein sinnvolles Upgrade. Das ist noch das hier. Ja. Hast du den im Visier? Ja. Er ist nicht tot, er ist nicht tot, er ist nicht tot, oder? Doch, der ist tot. Okay. Ein gezielter Kopfschuss. Er hat sich noch so komisch bewegt. Deswegen dachte ich. So, und jetzt würde ich eigentlich hier. Die Treppe hoch. Ja. Warte, da kommt ein. Wobei, bringt das was? Soldat.
Nee, das bringt gar nichts, die Treppe hoch. Nee, wir lassen das mit der Treppe hoch. Warte, 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 da kommt ein Soldat. Jetzt dreht er Oh, wieder dann. um. Jetzt würde ich sagen, schnell ran, dass wir nah ran sind und dann mit der Pistole auf den Kopf. Zack, genau so. Oh, pass auf, das. Warte, gerade zu. Nicht, dass der uns direkt sieht. Guter Kopfschuss auf jeden Fall. Was bist du denn Scheiße. für? Was ist das? Okay, er ist weg. Ist hier noch einer? Diese Ja. Ja. Beschreibung muss da weg. So. Und jetzt zack und schnell weiter. Schön. So, dann jetzt Richtung Scharfschütze. Kommt man hier runter? Nein. Mal gucken, da sind jetzt so ein paar gelb, Rechts? ne? Ja, aber rechts ist auch, da steht einer. Ich laufe auf ihn zu. Okay, Oh, nice. Mit dem von Kopfschuss weg. hinten. Noch einen mit Kopfschuss weg. Sehr schön. Ich folge dir. Bzw. ich schließe zu dir Was auf. ist da alles? Ich gucke hinter uns, ob da irgendwas ist. Oh ja, da hinten kommt einer angelaufen. Wollen wir weiter wegbleiben? Ja, hier einfach durch die Gasse durch. Dann sollte es passen. Hier, nee, das ist nur in Position gebracht. So, Jetzt der müssen wir ist hier wahrscheinlich gleich bei. den einen. Ja, das läuft Schön. jetzt sehr sneaky Ja. im Vergleich zum Rest. Aber wahrscheinlich habe ich es jetzt beschrien und gleich nicht mehr. Gucken wir mal. So, jetzt haben wir jetzt hier Habe wohl noch alles einen Verwendbare Innenraum. Ich würde den eingesetzt. links von uns würde ich noch machen, der kommt immer Ja. näher. Hey. Sah brutal aus. Nur die Wand Sicht gehabt, aber der ist einfach nach hinten weggeknickt. Naja, ist richtig Windows weggeklappt. gebrochen. So. Einfach ist da vorne. Boah, diese Stadt ist so schön. Das ist echt der Wahnsinn. Ja. Okay, hier rechts um die Ecke. Oder in einem Fenster. Sein Werk ist Oh, überall zu warte, auf dem sehen. Hof. Auf dem Hof, auf dem Hof. Pass auf, pass auf, pass auf. Scheiße. So, jetzt habe ich ihn. Ja, oder du. Warte, da ist noch einer. Wir müssen außer dem Sniper noch zwei Stück sein. Er hat ihn nicht gesehen, glaube ich. Oder hat er dich gesehen? Ah ja, hier ist irgendwas explodiert. Oh, scheiße. Der hat sich zugemimt. Das sind so Stolperfallen. Muss mich bitte holen kommen. Ja. Ja, krass. Hä? Das bringt Du doch hast eh dich nichts, selber oder? verheilt. Genau, verarztet. Nein, du hast schon wieder abgebrochen. Da ist einer. Schön. So, und da siehst du es noch. Siehst du das da an der Treppe, an der anderen? Der Ja, Stolperfalle. schätze, ich habe alles Hier vor eingesammelt. allem den Explosionsradius. Das ist echt krass. So, dann ist er bestimmt hier hoch. Vermute ich mal.
Ja, anderes Fenster. Zack. Schön. Ein Scharfschütze. Hab eine Kugel mit deinem. Oh, wir haben ja aber einen auf Rot jetzt. Pass auf, hinter uns. Ich mach den. Achso, das ist der. Und Kopf weg. Die Hase. Sehr schön. Ja. Das läuft ja wie geschmiert. Ja. Ist ja Wahnsinn. Das auch mal. Vielleicht unterbieten wir unsere 36 Minuten von gerade eben nochmal. Ja. So, ein bisschen Munition gefunden. So, warte mal auf mich. Mach ich. Rotbauer hat Beweise zu Böhms Plan. Geradeaus. Die muss ich haben. Das sind ja, zwei oder drei. Ein paar Leute. Nein. Okay. Herr Gunther! Nein, Walter! Okay. Worauf ballern die da? Das ist ein Feuerwerk. Ich weiß es nicht. Oh, aber auf, nicht auf uns. Bunker. In dem Bunker ist einer. Oh, hier ist doch direkt einer. Scheiße. So. Bunker? Oh, der läuft jetzt raus. Laufen wir rein. Nee, Quatsch, die laufen weiter rein, genau, nicht raus. Vorsicht. Hab ihn. So, kurz jetzt warten. Fehlt nur ein, nee, zwei. Der eine ist wahrscheinlich hier drüber. Ja. So, hab ihn. Den Tresor. Rucksackladung platzieren. Ja, passt. Und dann kannst du danach die Informationen einsammeln. Mehr finde ich nicht. Geh in einen anderen Raum. Ja, wir haben einen Feind, der sucht. Das ist ja vernachlässigbar. Gerade im Vergleich zur letzten Mission. Wir kommen echt super sauber durch, das ist unfassbar. Darf ja auch mal sein, ne? So, und jetzt haben wir nur noch ein Pflichtdings. Das ist der Herr Rotbauer. Genau. Der muss noch zur Strecke gebracht werden. Böhms wichtiger Vertrauter und Schlüsselfigur hinter hiesigen Nazi-Hierarchie. Das heißt, wir hätten noch eine Reiseroute finden, eine Feldlager zerstören und noch eine Lagerstätte zerstören. Alle auf dem Weg zu der Insel von dem Herrn Rotbauer. Ja. So, ich habe hier unseren letzten noch gefunden. Der noch nach uns gesucht hat. Der sucht jetzt nicht mehr. Sauber. So, und dann können wir hier raus. Ja. Was ist denn das? Die sind blau markiert. Ist das nochmal eine andere Fraktion oder wie? Da würde ich jetzt einfach mal stur dran vorbeirennen. Das ist die Partisanen. Ach, das kann sein. Dann ist die. Wie heißt die? Emilia? Also auf eigenem Fels. Ach, Quatsch, nicht. Heißt nicht Emilia. Wie ist die Aber ich weiß, wen du meinst. Ich hab's auch nicht. Ja. Hast du noch nicht gemerkt. Ist ja auf ihrem eigenen Feldzug wahrscheinlich jetzt. Also sie erfahren hat, dass... Er wagt es auf mich zu schießen. Ah, hier direkt vorne. Hier. Ja. Hab ihn. So. Die Frage, wie gehen wir am besten? Ne, am besten eigentlich in die andere Richtung. Ne, ja, wobei, je nachdem wie man sieht. Ne, am besten doch hier hin weiter und dann so ein Schleichweg. Ein Schusswechsel. Genau, ja, hier ich lang. Könnte bleiben und den Partisanen. Ja, hier sind das aber Partisanen, was ich hier gerade gesehen habe. Warte mal kurz auf mich, ich muss wieder Munition einsammeln. Okay.
So, ach so, hier ist auch eine Brücke. Ja, dann können wir eigentlich direkt hier lang. Einfach runtergegangen. Ja. Müssen nur gucken hier mit den Leuten. Soll ja nicht so viel Aufmerksamkeit uns lenken. An den einen hier werden wir wegmachen müssen. Oh nice, die anderen haben aber nichts davon mitbekommen. Bis jetzt nicht, ja. Dann schnell über die Brücke, solange das noch der Fall ist. So viele Wachleute. Das muss Rotbauers Villa sein. Stehen nur auch wieder welche. Pack, 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 pack. Wir sehen uns. Einer. Mehrere. So, einen habe ich. Den anderen auch. Stark. Der Pistolero habe ich als Errungenschaft freigeschaltet. Und noch irgendeine andere, aber das kann ich gerade so schnell jetzt nicht sehen. Sonst Nein. ist nichts mehr zu finden. Ja. Achtung, einer kommt auf dich zu. Ja, ich sehe den. Hey, da ist doch etwas. Zwei Heckenschützen. I don't nicht so. Oh, da kommt ein Boot. Siehst du das? Ja. Also ich sehe es als Icon auf dem auf der Minimap. Das ist aber weiß. Aber nee, das ist glaube ich eine Streife. Da würde ich besser jetzt nicht drauf schießen. Ja, nee, nee, würde ich auch lassen. Oh, da ist einer. So, jetzt müssen wir da hoch. Die Frage ist, wie? Ich würde fast sagen, hier hinten rum. Hier scheinen nicht so viele zu sein, durch diesen Irrgarten. Ja, pass auf, aber wir haben... Im Irrgarten haben wir eine Menge... Feinde. Ach, scheiße. Was? Wie können das so viele gemerkt haben? Das ist ja insane, dass sie jetzt alle rot sind. Ja, lass mal kurz warten. Wir müssen hier weg, du siehst ja, wo die letzte Position sehen. Oh, Luftschlag. Ja, okay, das wird wieder so ein typisches Daniele Fabian Ende. Aber der Rest der Mission war echt ultra sneaky. Muss man uns zugute halten. Definitiv, also... Das bei einem hat Best schon wäre das eigentlich geklappt. Alles. Ja. Denn aus? Schwein. So. Das ist ja immer geil, wenn die Gegner so schreien: Ich habe keine Munition und lade jetzt nach. Oder so denkst du, warum sagst du das dann? Wie dumm kann man sein? Ich geh jetzt einfach ins Haus rein. Vito. Ich bin jetzt schon drin an meinem anderen Eingang. Ah, okay. So. Im Blick genommen. Ich hab den Rotbauer. Ich muss wissen, was er bei sich trägt. Ich hab eine Wache. So, durchsuchen. Okay. Tag. So, was haben wir jetzt? Ah, da, Gebiet verlassen. Ja, da können wir eigentlich fast den Weg zurücknehmen, den wir gekommen sind. Ich würde mich jetzt gar nicht auf die Fights einlassen. Ich würde jetzt einfach hier runter und dann wieder den Weg zurück, wo wir herkamen. Oh, das Boot ist jetzt nur ein bisschen aggro. Einmal hier einen Chef verloren, ne? Ich sollte etwas Munition. So. Gebiet verlassen, ja, da sehe ich es auch. Brauche mehr Kugeln. Oh shit, jetzt sind die auf der anderen Seite nur auch aggro. Hm. Das ist durchkämpfen. Hilft nichts. Ja. Decke war gerade nice. Hast du ihn auch gesehen? Nee. Und was ich gerade überlege. Durch ein Zaunloch durch. Noch zu deiner Frage von gerade eben. Ich glaube mit der Granate, das ist glaube ich wie mit dem Heilen doch zum Auswählen, fällt mir gerade auf, oder? Ja, aber das Problem ist. Also das sollte dann eigentlich auch F sein, oder nicht? Ja, theoretisch schon. Ja, doch, funktioniert.
So. Ich würde gar nicht so viel fighten, ich würde jetzt einfach stumpf durchrennen. Alter, die Stadt, die haben wir vorhin teilweise gecleared, da dürfte eigentlich jetzt nicht so unfassbar viel sein. Oh, weil so ein paar sind da schon noch. So, wo müssen wir denn genau hin? Bisschen hinten durch. Mal gucken, wenn wir vorbeilaufen, das müsste eigentlich klappen. Links von uns sind auch noch zwei. Ja, das ist egal, wir sind hier so gut wie da. Ja, nee, ich meine nur. Brauchen jetzt einmal die Seitenstraße. Das könnte ein neuer zeitlicher Rekord werden. Ich habe so ein Gefühl. Für eine Mission, die wir bis dann gebraucht haben. Ja, bis hierhin auf jeden Fall sehr gut. Ich würde behaupten, unter einer halben Stunde. Was tippst du? Dann sag ich, ja, ich sag 25 Minuten oder so. Na gut, ist ja unter einer halben Stunde. Ja, würde ich eigentlich auch ähnlich schätzen. Dann sag ich 26. Boah, bin ich gut oder gut mit 26? War schon ziemlich gut. Boah, diesmal war ja komplett anders als letztes Mal. So von den Kills, von der Genauigkeit, längster Schuss vor allem. Aber muss ja sagen, da war ja auch viel mit Häusern verwinkelt, da konntest du auch schlecht so 100 plus Meter Schuss machen. Ja. Ja, nice. Aber meine Genauigkeit war echt nicht so gut. War eben halbiert. Vergleich zur letzten Mission. Aber ich meine, wir haben sie ja erfolgreich bestanden. Das stimmt. Im Vergleich zur letzten war ich sogar ein bisschen besser. In der letzten war ich ja, ich glaube, da hatte ich halb so viel wie du ungefähr. Ja. Das stimmt. Ja. Das ist halt eine andere Art von Mission. Genau. Das stimmt. Aber wenn euch gefallen hat, wie wir zumindest die ersten beiden Drittel der Mission einigermaßen sneaky überstanden haben. Ja, schon ziemlich sneaky, kann man schon sagen. Ja. Insgesamt auf jeden Fall war es schon ziemlich sneaky. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Schaut auch gerne mal Fabian vorbei. Der ist natürlich immer in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns im großen Finale von Sniper Elite 4 wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.